Hallo, heute ist der 4.2. Ja, der Tag begann eigentlich ganz langsam für mich. Ich habe also wieder geschlafen bis 11:45 Uhr. Wird immer wieder geweckt, also zum Schlafen kommt man nicht. Aber ja gut, es ging, ne? War normal. Man ist ja auch müde in dem Alter, kennt ihr bestimmt. Und ja. Dann kriege ich ja Chemotabletten. Gibt ja einmal die Chemo über die Infusion, einmal gibt es die über Tabletten. Heute habe ich nur Chemotabletten gekriegt. Morgen weiß ich gar nicht, ich habe nicht auf den Chemoplan jetzt geguckt. Und ja, Essen war heute wieder nichts, Erbsensuppe. Und heute Abend habe ich mir Brot gemacht, also Weißbrot habe ich mir die Kruste abgeschnitten und da Butter drauf gemacht. Ja, heute Mittag habe ich Fußball geguckt. War ja wieder mal ein schöner Spieltag, außer dass Schalke nicht gewonnen hat. Kann man nicht ändern. Und ja, sonst im Fernsehen gibt es ja heute Abend wieder nichts Gescheites. Mal gucken, was sich da machen lässt. Ne? Bayern spielt ja jetzt noch gegen den HSV. Und ja, sonst wieder telefoniert mit ein paar Leuten. Heute hatte ich keinen Besuch, heute war ja auch Bundesliga. Ja, ich wurde gefragt, ob es brennt, wenn die Chemo kommt. Kommt drauf an. Bei mir hat es noch nicht gebrannt. Wenn die Chemo daneben läuft, dann brennt es. Also wenn es ins Gewebe läuft, weil das ist ätzend oder so. Aber bei mir war das noch nicht der Fall. Also. Ja, ich krieg Chemotabletten und Chemo durch die Infusion. Und bis jetzt hat es bei mir noch nicht gebrannt. Und ist auch ganz gut so. Ich war wieder duschen, dann kriege ich wieder einen Pflasterwechsel. Für die Infusion habe ich hier ein Board gelegt bekommen. Also für die Chemos. Dass es halt auch dahin läuft, wo es soll. Und ja, das ist halt ein sicherer Zugang da, dass das Zeug dahin kommt, wo es in den Körper soll. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Nee. Gut, ja, das war's dann und wünsche euch noch eine schöne Nacht. Besser gesagt, einen schönen Abend. Und bis morgen. Tschö.